Stresemannstraße steht und ich unterhalte mich heute mit Tilman Terbeuthen, ein Künstler, der hier in der Dosenfabrik auch sein Atelier hat. Ich bin Katja Schröder, leite im Moment das Kunsthaus Hamburg, einen Ort, wo Tilman garantiert auch schon ausgestellt hat. Ich dachte, wir nehmen das mal zum Anlass, den Ort, wo wir hier stehen, zu fragen, ob der Imbiss überhaupt der richtige Ort ist, um über deine Kunst zu sprechen. Denke ich schon, irgendwo, aber für mich ist der Imbiss so ein seltsames Ding und meine Kunst finde ich auch ein bisschen seltsam. Ich frage so, weil der Imbiss ja eigentlich dafür steht, dass man da schnell mal was isst. Was bedeutet Geschwindigkeit für dich in deiner Arbeit? Ich bin eigentlich sehr schnell. Also der Prozess wirklich tatsächlich auch in wenigen Minuten in Anführungszeichen fertig sein, aber es ist genauso, dass ich einfach Jahre an einem Ding rumarbeite. Das passt so schon auch zum Imbiss, ja. Wie ist das mit deiner Arbeit? Gibt es da bestimmte Themen? Also mein Anspruch ist schon, immer was Neues zu machen. Also mit jeder Werkgruppe, mit jedem Material ein Stück weit auch einen Abschluss geschaffen zu haben. Aber das gelingt natürlich nicht. Deswegen arbeite ich mich schon auch an vielen Sachen ab. Was heißt denn abarbeiten? Naja, ich bleib bei Farben. Ja? Genauso bin ich aber auch die Zusammenarbeit mit Leuten losgeworden, die ich irgendwie seit meinem Studium auch vorher schon immer gerne mit Leuten was gemacht habe. Und das sind schon eigentlich Themen, die durchgehen. Genau. Aber das Abarbeiten, wenn man das auch so positiv interpretiert, ist ja vielleicht auch wie so ein Forschen oder was rausfinden auch. Absolut, oder? Ja. Und auch wenn man direkt nicht unbedingt sieht, woran ich nur forsche, weil vordergründig ist es tatsächlich nur um Formen und Farben geht teilweise, versuche ich schon in so einer Tradition der Moderne zwischen Funktionalität und Nicht-Funktionalität, zwischen, also schon so ein Forschen, was eigentlich auch kein Ende kennt. Ja. Und würdest du auch sagen, dass du dich an der Moderne abarbeitest? Auf jeden Fall. Also eben gerade in der Funktionalität, in der Brechung der Form, in der Art de Povera, also das Material. Doch, also die Postmoderne arbeite ich nicht so ab, sondern es ist tatsächlich... Bleibst noch davor stehen. Ich bleibe einfach in der Moderne stehen, genau. Beziehungsweise arbeite mich halt, versuche da weiterzukommen, wo die Moderne halt von der... gelöst wurde, obwohl sie ja nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber ja. Und würdest du sagen, du greifst da was auf aus der Moderne und bringst es in die Gegenwart? Also ich habe mich immer, vor allem als junger Student, war ich immer davon überzeugt, ganz am Puls zu sein. Das war mir ganz wichtig, also genau das zu machen, was jetzt gerade in meinen Augen relevant erschien. Und Gegenwart, es geht ja gar nicht anders, als das Jetzt mit einzubeziehen. Also davon sich zu trennen, das schaffe ich nicht. Aber überträgst du das auch in deiner Kunst oder verhandelst du das auch in deiner Kunst? Nicht so direkt. Mehr, sag mal, meine Kunst ist auch recht emotional. Also da ist die Übertragung dann schon eher so unempirisch. Komm jetzt mal. Du sagst, deine Kunst ist emotional, wenn man sich das jetzt so vor Augen führt. Und die Arbeiten, die ich kenne, sind alles abstrakte Arbeiten, die ich würde mal sagen zwischen Malerei und Skulptur sich aufhalten, die aber durch ihre Abstraktion, würde ich mal sagen, nicht unbedingt emotional oder auf mich nicht emotional wirken. Vielleicht ist emotional das falsche Wort, vielleicht ist es sehr impulsiv. Also unmittelbar vielleicht. Unmittelbar, impulsiv. Also die Umsetzung ist sehr direkt. Und du hast vorhin auch nach der Zeit gefragt. Und die Unmittelbarkeit ist oft sehr, sehr schnell. Und wenn man jetzt malt, kann man natürlich immer wieder Schichten drüber machen. Da ist dann aber alles mehr oder weniger irreversibel. Und auch wenn man jetzt mit Holz arbeitet, dann abgeschnitten ist abgeschnitten. So. Aber kann man ja auch wieder was dran machen. Ja, gerne. Machst du das auch? Oft. Also gibt es auch Kunstobjekte oder Werke, die du machst, die vielleicht an einem bestimmten Punkt fertig sind
Und dann machst du vielleicht später nochmal weiter? Oder das eben? Ja, also es ist schon so ein Ding, was ich auch irgendwie mit meinen Galeristen habe, die natürlich irgendwie gerne die Sachen immer sofort aus dem Atelier raus haben wollen. Aber es ist auch gerne so, dass ich auf Jahre später nochmal was wieder in die Finger kriege und dann weiter daran arbeite. Und wenn das dann nochmal in einer anderen Ausstellung gezeigt wird, könnte es möglicherweise auch nochmal wieder eine andere Form annehmen oder andere Farben. Ja. Ich hatte meine Ausstellung so betitelt letztes Jahr, wenn du es gleich siehst, wird es schon ganz anders sein. Ne? Welchen Stellenwert haben Titel von Arbeiten für dich? Ich versuche die zu vermeiden, Titel. Also bist du ein ohne Titel Künstler? Ja. Ich habe oft Titelzusätze in Klammern. Zum Beispiel, weil das Abgebildete an einen Folder erinnert, hieß das Bild dann ohne Titel Folder. Ja? Oder es heißt ohne Titel Spirale, weil halt da eine Spirale drauf ist. Also sehr assoziativ. Eher assoziativ, aber selbst da würde ich mich auch nicht festlegen. Also ich habe auch so unglaublich bedeutungsschwangere Titel gerne mal, wo ich dann aber auch drüber lache. Ja, also ich nehme es nicht zu ernst. Wenn jetzt ein Bild in Klammern Love, Reason heißt zum Beispiel, dann ist das eher, dass ich dann mich drüber kaputt lache. Das erinnert mich an eine Zusammenarbeit, die wir mal gemacht haben. Erinnerst du dich da auch? 2001. Talk About Love. Du hast es zusammen gemacht mit Barbara Böhlenweber. Genau. Mhm. In Köln, als ich da einen Projektraum geleitet habe. Genau. Also Talk About Love sollte das heißen. Und Barbara, Fotografin, und ich 19. Noch bevor du in Maastricht studiert hast? Mhm. Ich weiß nicht, entweder ich hatte gerade angefangen in Maastricht oder ich hatte gerade meinen Zivildienst fertig. Barbara hatte so ein paar Zettel mitgebracht und ich hatte den Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe, und das war so mein Leitfaden. Hast du das Buch verstanden von Roland Barthes? Also verstanden, keine Ahnung, ich liebe es nach wie vor. Okay, ich frage nur so, weil ich das Buch gelesen habe und dachte so, ich verstehe das überhaupt nicht, um was es da geht. Okay. Also so, weil die Erwartungen daran, was über die Liebe vielleicht zu verstehen, einfach nicht erfüllt wird. Das kann ja auch nicht erfüllt werden, aber das versucht er anhand von Beispielen hauptsächlich aus der Liebeslyrik, halt einfach deutlich zu machen. Und die macht halt eine Typologie der verschiedenen Liebenden anhand der Literatur- und Poesiegeschichte deutlich. Und was hat dich dann dazu gebracht, in Maastricht und Hamburg zu studieren? Weil du ja mit Malerei eigentlich vielleicht auch oder Interesse an Malerei in Düsseldorf gut aufgehoben gewesen wärst, eventuell. Also Düsseldorf war für mich auf jeden Fall so das Maß der Dinge. Ich habe mich da auch mehrfach beworben, habe vor allem mit Fritz Schwegler auch gesprochen, und den fand ich auch ganz toll. Aber als der dann ging und der wollte mich dann auch nicht in die Klasse aufnehmen, habe ich dann eine Mappe parallel noch nach Maastricht geschickt, und da wurde ich halt genommen. Bei dem hätte ich gerne studiert, obwohl der ja auch nicht so Malerei ist. Also ich habe mich damals schon nie als Maler gesehen. Mhm. So. Sondern? Ich wollte große Sachen machen. Ich wollte eine irre Hybris, dass ich irgendwie wichtige Kunst mache. Und Malerei zählte für mich damals nicht so dazu. Und was zählte so dazu? Oder was war große Kunst? Das wusste ich alles nicht so genau. Dann kam der 11. September 2001, fiel halt irgendwie in mein Studium. Ich wollte klare, große Botschaften wollte ich verkünden. Hab mich da aber dann ein bisschen verzettelt auch, glaube ich. Also, weil ich eigentlich alles abgelehnt habe in Maastricht, dass ich einfach sehr, sehr froh war, als ich dann 2002 meine Koffer packen konnte und nach Hamburg gehen konnte, weil ich da genau das machen konnte. Also da die Forschung anfangen konnte, die ich halt angefangen hatte in Maastricht, halt eben über klare, große Botschaften und Formen irgendwie weiterzukommen. Und habe dann in Hamburg tatsächlich gemacht, was ich wollte. Die russische Avantgarde, war das ein Beispiel für große Botschaften? Mhm.
okay. Das schwarze so Quadrat, das, okay, war, okay. Das war das, was ich spannend fand. Weil ich würde jetzt auch, wenn ja. ich so deine Arbeiten vor Augen mhm. habe, auch sagen, eigentlich so die große politische Botschaft ist da jetzt auf den ersten Blick nicht zu sehen. Suprematismus, das fand ich toll. Gut, aber das ist natürlich in seiner Zeit nochmal was ganz anderes gewesen. Also wenn du heute ein schwarzes Quadrat malst, dann bist du ja fast schon reaktionär. Das habe ich ganz anders klar. gesehen. Okay. Also schwarze Quadrat, klar, Malevich war ein Maler, sicher. Mhm. Das war eben nicht Malerei. Und bei wem hast du dann in Hamburg studiert? Ich war in der Pia Schnappmeier Klasse, habe aber auch so Franz Erd Walter noch mitgemacht. Wichtig waren für mich die Leute, mit denen ich heute noch befreundet bin. Praxiserfahrung, wie würdest du das beschreiben, was jetzt dein Anliegen ist an die Kunst? Während meines Studiums habe ich kaum Werke gemacht, so in dem klassischen Sinne. Und Galerie und Markt, das fand ich ganz schwer abzulehnen und so. Und habe dann hab versucht, über das Zusammen und das symbiotische Miteinander von Künstlern, dann viel mit der ganz großen Form der Oper beschäftigt und solchen Sachen. Und hatte immer so im Hinterkopf, wenn ich aber müsste, dann könnte ich genau das produzieren, was auch marktgängig wäre. So, habe es aber nie gemacht, weil ich dachte, das mache ich nicht. So. Naja, also ich bin von dieser Sehnsucht danach, mit anderen Leuten was Größeres zu machen, also einen Zusammenhalt zwischen Künstlern irgendwie zu leben und da was zu machen, da bin ich nach wie vor dran, obwohl ich schon auch selber jetzt auch schon Werke mache, also Environments oder Bilder oder Skulpturen. Jahre nach meinem Studium habe ich mich mit verschiedenen anderen Leuten, die ich aus dem Studium kannte, zusammengetan und wir haben dann irgendwie das Projekt Friends and Lovers in Underground zum Beispiel so gegründet. Wo ich so hängen bleibe, ist so, dass es so immer so Brüche und Unfertigkeiten oder unperfekte Formen gibt und das, ja, das Material porös ist oder schief zusammengenagelt ist oder ja. so. Ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich auch eingangs am Anfang meinte, dass ist halt dieses Fertige in dem Sinne für mich so nicht gibt. Was in Perfektion, das ist eine interessante Spannung, finde ich, ja, zwischen dem ganz direkten, so wie es sein muss, und gleichzeitig aber auch so einem Bruch ständig. Also es ist für mich eine ganz bewusste Spannung. Ja, weil ich hatte auch das Gefühl, diese Improvisation, die dahinter steckt, die, also so würde ich mal als Kalkül dann auch ansehen, so, also weil die Ausstellung, die ich gesehen habe, in der Galerie hing, so wo man natürlich davon ausgeht, dass es jetzt nicht irgendwie ein Zwischenstadium im Atelier oder so, sondern das ist wirklich dann auch bewusst gesagt, der Kreis ist nicht rund und das Quadrat ist nicht wirklich rechtwinklig. Ja. Am Ende wieder kriege ich es auch hin. Aber gut, natürlich das. Aber du kannst auch gut damit leben, wenn es nicht so ist. Es muss schon stimmen. Du meinst, das Improvisierte muss schon auch stimmen. Weil ich versuche es ja schon eigentlich gerade zu machen. Ja? Mhm. Und wenn es dann zu schief ist, dann muss es natürlich normal gemacht werden. Aber es ist beides. Es ist schon bewusst, ein Stück weit Unvermögen, aber ein Stück weit natürlich auch so, wie es sein soll. Ich arbeite sehr, sehr gerne raumspezifisch. Also, dass du, wenn du zu einer Ausstellung eingeladen bist, dir dann den Ort anguckst und dafür dann auch... Dafür dann Sachen schaffe, aber gerne auch, gerne die Werke als Gruppen zusammenstelle, und weil sie auch sehr unterschiedlich sind, hat es auch immer was von so einer Gruppenausstellung dann auch gerne. Als Ausblick, woran arbeitest du gerade, oder gibt es irgendwas, was demnächst kommt, wo man deine Arbeiten sehen kann, oder eine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern? Also, was ziemlich fix ist, ist eine Ausstellung im Kunstverein Springhornhof im Herbst nächsten Jahres, da freue ich mich sehr drauf, auch mit so einem vorherigen Atelieraufenthalt dort. Ist das eine Einzelausstellung? Das wird eine Einzelausstellung. Schick mir die Einladung. Das mache ich. Sprechen jetzt. Das läuft sich beim Weg. Genau, das passt zu mir. Ich kann mich nicht mehr sicher.
wahrscheinlich bei irgendeinem, weißt du, so das sind hier die einzigen Momente, wo ich dann hier in Hamburg tatsächlich bei den drei unterwegs bin.